Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sitzen hier jetzt gerade und sind eigentlich abfahrbereit, aber wie ihr im Hintergrund hören könnt, es ist mega laut, es ist extrem stark am Regnen. Also ja, schlimmstes Hamburger Schiedwetter könnte man sagen. Ich glaube, man kann das ja gar nicht auf der Kamera einfangen. Wir warten jetzt auf den Fahrer und sind aber unsicher, ob man heute nach Mount Batu überhaupt kann. Ja. Kann man nicht richtig sehen. Wahrscheinlich hört ihr nur die extreme Lautstärke. Es ist so laut, unfassbar. Und wir warten jetzt auf unseren Fahrer. Und sind immer nicht ganz sicher, ob wir wirklich bei dem Wetter auf diesen Berg steigen können. Weil das ja, wenn es da auch so regnet, dann sind die Wege ja hinüber. Also dann sind die ja völlig überschwemmt. Also wir sind hier gerade mit dem Handtuch runtergegangen und trotzdem halt nass geworden. Das ist schon richtig krass. Wir sind jetzt gespannt. Der Fahrer ist jetzt gerade ein Mini-Pünktchen unpünktlich. Das lässt jetzt nicht ganz so viel erhoffen, keine Ahnung. Vielleicht ist das mit dem Regen wirklich nicht so eine gute Sache. Also wir sind jetzt gespannt, wie es weitergeht und ob wir unsere Pläne irgendwie spontan ändern müssen. We made it! Wie man sehen kann, haben wir es geschafft. Wir sind auf dem höchsten Punkt von Mount Batu, oder zumindest hier dieser höchste Punkt, den man bestellen kann. Ich weiß nicht, ob das der höchste Punkt ist. Nachdem es heute Morgen in Ubud ja in Strömen gegossen hat, wir pitchnass mit nassen Füßen, vor allem Kevin, dann am Auto angekommen sind. Der Guide hat uns dann doch abgeholt. Er hat uns noch Regenschirme mitgebracht, total süß. Und uns mit den Koffern noch geholfen, aber wir sind so pitchnass geworden. Sind wir dann bei Strömen neben in Regen in Ubud losgefahren. Dann hört es immer mal wieder auf, dann regnet es immer mal. Und im Grunde war es nass, bis wir dann unten hier beim Batu angekommen sind auf dem Parkplatz. Da hat uns dann auch schon unser Guide erwartet. Und ich kann euch nur empfehlen, also ich war immer diejenige, die hier gerade die Leute aufgehalten hat. Also hier sind hunderte Menschen, die hier hochgehen, aber alles in kleinen Gruppen bzw. in privat geführten Gruppen. Und ich bin jemand, der, glaube ich, wirklich sehr, sehr langsam ist. Das habe ich mal daran gemerkt, dass ich, also wir hatten eine private Tour, das heißt, wir haben hier Mann, ne? Der zweite. Ah, Medu. Ja. Unser Guide auf jeden Fall, der hat das so toll gemacht. Er ist mit uns beiden halt wieder hoch. Und halt immer so in unserem Tempo. In unserem Tempo ist dann mein Tempo. Also wenn ihr irgendwann mal wandern geht, hört ihr auch immer, man ist so schnell wie der Langsamste der Gruppe. Das war in dem Fall auf jeden Fall ich. Und genau, und wir sind dann mit ihm halt hier zusammen hochgegangen. Und man ist dann immer wieder alleine, dann überholen irgendwie mal welche. Oder dann sind halt auch mal irgendwie welche hinter einem. Weil meistens kann man immer nur direkt so hintereinander hochgehen. Und hintereinander hochgehen, wenn man so eine Schnecke wie mich dann vor der Nase hat, heißt das dann, dass man halt auch nicht so schnell gehen kann. Deshalb haben wir zwischendurch auch noch Pause und erstens welche gebraucht und zweitens wir können immer wieder überholen lassen können. Aber wenn wir zum Beispiel in der Gruppe gewesen mit so 8 bis 10 Leuten, die andere Gruppen hier unterwegs gewesen sind, hätte ich immer die ganze Gruppe irgendwie zurückgezogen und ich hätte mich die ganze Zeit irgendwie gestresst gefühlt. Aber Kevin ist ganz toll, der hat immer mich gelobt, wie toll ich das mache und immer schön langsam, hat er gesagt. Genau, und jetzt sitzen wir hier und sind jetzt richtig dick eingemummelt. Also es wird nicht übertrieben, wenn man sagt, zieht euch wirklich richtig warm oben an. Es wird kalt, es ist, ist einfach leider so. Und ja, hier sind wir jetzt alle. Wir warten auf den Sonnenaufgang. Wir sind ja bei Stock... noch zu früh am Morgen. Bei Stockdunkel, was soll ich denn eigentlich sagen? Es war dunkel, als wir losgegangen sind. Stockdunkel war es. Und unser Guide hatte toll Taschenlampen für uns besorgt. Manche andere hatten zum Beispiel auch so Kopflampen. Das hätte man auch zusätzlich gar nicht ganz gut mitbringen können. Das hat man aber nicht überlegt. Und ich hatte auch noch einen Hiking-Stick, so einen Wanderstock. Kevin hatte den nicht, der brauchte den auch nicht. Der hängt aber auch wie eine Gazelle hier so viel mehr hier auf und runter. Das kann ich irgendwie nicht so. Und mir hat das unwahrscheinlich geholfen. Ich bin so froh, dass ich den mitgenommen habe. Ich habe erst gedacht, nee, ach, Wanderstock, der stört mich nur. Oh, der hat mir so geholfen, weil ich dadurch nicht mehr die ganze Kraft aus den Beinen heben musste, sondern konnte sie auch so ein bisschen aus dem Arm, aus der Schulter nehmen. Und es war echt anstrengend an manchen Stellen. Also, das ist, also man muss auf jeden Fall gute Kondition haben. Ich hätte jetzt übrigens, mein Übergang ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber ich war echt am Kämpfen. Also, es ist
schon hart. Aber es ist auch auf jeden Fall. Ich zeige euch mal unseren aktuellen Ausblick. Wir sind ja mitten in der Wolkendecke drin und sind schon gespannt darauf, wie wir das jetzt sehen, wenn die Sonne aufgeht, ob dann irgendwo auf einmal so ein guter Wald ist oder ob wir das gar nicht so richtig mitbekommen, weil einfach zu viel Nebelhütte ist. Aber wir hatten Glück, es hat auf jeden Fall hier den Weg nicht geregnet. Beziehungsweise an und an hat es zwischendurch genieselt oder es war sehr feucht, wenn wir halt in der Wolkendecke drin waren. Wir hatten jetzt auch Ponchos beispielsweise die ganze Zeit an. Die hatte uns der Guide auch noch besorgt und gegeben. Das war super. Fotos oder gefilmt haben wir irgendwie. Entschuldigung, mir läuft hier schon der Nase. Entschuldigung, bitte. Auf jeden Fall haben wir auf dem Aufstieg überhaupt nicht gefilmt oder Fotos gemacht, sondern uns nur auf den Aufstieg konzentriert. Aber wie gesagt, nochmal kurz der aktuelle Ausblick. Seht ihr die Hütte, da wird gerade das Frühstück vorbereitet und hier seht ihr halt einfach nur Nebel, Wolkendecke und ganz viele, die hier angekommen sind. Und wir fragen uns, was die in kurzen Hosen jetzt hier oben wohl machen. Die sind anscheinend auch gerade nur einfach happy. Yes! Das wäre jetzt der perfekte Moment, um sich auf den Arsch zu setzen. Ja. Ja. Like here. Very warm. Like special. Like mountain spa. Like volcano spa. Little bit close. Up a bit. But don't kiss. Don't kiss. Yeah. Video. Right. Like magic. Where are you from? German. Oh, the money magic. German magic. Okay. Wait. One more. One second. Yeah. A little bit close. A little bit. Ah. And blue. And boom. No. I didn't want it. Let's go. Woo. But do you need the cigarette for it? Woo? Do you need the cigarette just for it? Can you judge? Steaming out. No. Yeah. I know. Yeah. Carrying this desert. Carrying the smoke with it. That's a good one. Wir sind jetzt hier an einem der Krater angekommen. Man kann leider nichts sehen. Wir gehen jetzt auch noch nicht zu dicht dran. Aber an manchen Tagen, wenn das hier nicht so mega bewölkt ist, dann kann man da wohl den einen Krater sehen. Richtig cool. Jetzt geht er doch, oder wie? Ich habe hier, wo ich gerade kurz weg war, da habe ich auch gerade. Da war ich doch so weit weg. Ich bin ja sowieso so eine Schnecke. Ich hatte dann eher gedacht, dass du vielleicht was gefilmt hast. Das hast du ja gut kassiert. Hier ist auf jeden Fall auch noch so ein Symbol, da kann man ein Foto machen. Ein heiliger Platz der Batur, 1717 Meter. Und überall hier einfach nur Wolke und Nebel. Und Kevin freut sich. Schatz, nicht so dicht an den Rand gehen. Ja, aber bitte nicht so dicht da rangehen. Das ist egal. Man hört immer das Echo. Scheinbar. Oh ja. Woo! 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 Woo!
was he's answering. Okay, ready? Yes. Okay, let's. Die haben unten Spaß. Die rufen wieder die Affen. Ja. Hey Schatz, sag doch mal was auf Indonesisch. Sanama Bagi. Nama saya Stefani. Saya Bagus. Saya Bagus. Saya dari Jerman. Hachi Hachi. Das erste Mal am Meer. Wir sind jetzt wieder vom Mount Batu runter, waren noch beim Bargeldautomaten, weil das hier ein bisschen schwierig ist, an genügend Bargeld zu kommen. Und unser Fahrer Kuman hatte jetzt gerade hier mit uns gehalten. Das ist in Goa so und so. Hier ist so ein Tempel mit einer Fledermaushöhle wohl in der Nähe. Und da drüben sieht man Nusa Penida. Und auf eine der Nusa-Inseln wollen wir auf jeden Fall auch noch nach den Kiddies wahrscheinlich. Auf jeden Fall das erste Mal, dass wir in der Nähe vom Meer sind. Mal abgesehen von dem Abend, als wir angekommen sind. Aber da haben wir davon eigentlich nicht so viel gesehen, außer vom Flieger aus irgendwie runter. Und danach war es ja nur noch Stockduster. Und die haben hier einfach mal so schwarzen Sand. Das ist der Strand hier. Finde ich toll. Und anderthalb Stunden geht unsere Fähre. Und wir haben jetzt noch so 20 Minuten Fahrt vor uns, von daher können wir das Ganze entspannt angehen. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwie noch mal kurz was zu essen. Also wir können uns noch mal irgendwo was zu essen holen und ja, vielleicht noch mal Pipi machen. Guten Morgen von den Gili-Inseln und soll ich euch mal zeigen, was für eine wundervolle Gesundheit. Deluxe Cottage-Unterkunft wir uns hier im Hotel Lumi gebucht haben. Moment. Unseres ist die zweite und das sind diese riesigen Bungalows-Cottages. Dann haben wir einen völlig offenen Gesundheit. Offenen, unverbauten Blick. Dadurch. Da geht's zur Rezeption. Da kann man gerade nicht so sehen, haben wir gefrühstückt. Da ist ein Pool und so ganz viel liegen und so. Und da vorne ist direkt der Strand, den wir ein bisschen sehen können. Mega geiler Blick einfach. Ich zeige euch das Zimmer gleich auch nochmal von innen. Wir haben jetzt gerade lecker gefrühstückt. Es gibt so ein kleines Buffet und dann kann man aber auch so ein paar Sachen à la carte bestellen. Das ist dann auch inklusive. Sowas wie Birchermüsli, das war wirklich super lecker. Ich habe das sonst nie so richtig gegessen, aber was ist mit dem Arm los? Gesundheit! Aber das war echt lecker. Avocado-Toast hatten wir. Das war dann mit so einem medium gekochten Ei mega gut. Und so ein bisschen Cheese oben drauf, so ein Goat Cheese. Good morning! Alle auch super wieder freundlich hier. Wir haben gerade gefragt, wie das hier mit dem Schnorcheln ist. Wir können hier kostenlos Fahrräder ausleihen, total toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt an unserer Villa liegt oder generell daran. Sie ist tatsächlich auch richtig teuer, also die Gillies sollen wohl generell etwas teurer sein. Wir haben jetzt hier bezahlt 1,8 Millionen pro Nacht. Zum Vergleich, wir hatten ja 2,2 Millionen bezahlt für 7 Nächte in der Okawati-Unterkunft. Aber das liegt hier einmal an den Gillies und aber auch an der Deluxe Suite. Die einfach, das einfache normale Zimmer hätte hier 1,2 Millionen gekostet. Das wäre natürlich auch sehr cool gewesen. Ich muss ja mal erstmal gucken, ob hier wieder irgendwelche Tierchen sind, in die ich reinlaufe. Und genau, also so, haben jetzt gerechnet, so knapp 120 Euro pro Nacht zahlen wir hier. Wir haben jetzt 3 Nächte gebucht, werden wahrscheinlich aber auf 4 Nächte verlängern, weil wir die Unterkunft danach auf Nusa Penida, da wollen wir danach hin, die haben wir jetzt gebucht über Airbnb. Und da habe ich eine gebucht, die, oh Gott, ist das bald schön, aber kommen wir gleich zu. Da habe ich jetzt eine gebucht, die mir eine empfohlen hatte, die ich beim Kochkurs kennengelernt hatte. Die ist mit ihrer Freundin unterwegs und die haben
Das sieht auch aus wie so ein Cottage, aber das muss irgendwie noch ein bisschen einfacher sein. Auf jeden Fall ist er deutlich günstiger. Das haben wir jetzt 26 Euro pro Nacht, beziehungsweise inklusive Servicegebühr sind wir bei 91 Euro für 3 Nächte, also knapp 30 Euro pro Nacht. Großer Unterschied dann zu hier. Vielleicht sind die Nusas aber auch einfach irgendwie günstiger, ich weiß nicht genau. Genau, das hier ist unser Zimmer. Also wir erinnern uns an diesen wundervollen Ausblick ins Grüne und da hinten sieht man so den Strand. Und dann gehen wir mal raus. Die Tür lässt sich ganz easy öffnen. Und dann haben wir hier so eine Terrasse. Ist auch so schön gemacht mit den Hockern. Hier so eine Bank. Da die Tische. Da habe ich auch nur gedacht, das könnte ich auch direkt mitnehmen für uns, für die Lodge hier irgendwie noch. Richtig cool. So hier einfach der Blick. Kommt hier eine Hitze raus, wegen der Klima. Rein, meinst du? Ja, rein. Dann ist doch mal die Bettwohnung, die da hier unser Traumbett mit ganz vielen Moskito-Vorhängen. Unsere Mitbewohner, ja, also das muss ich sagen übrigens, das ist auch toll an der Unterkunft. Es gibt hier keine achtbeinigen Mitglieder, aber wir haben hier ganz viele Mini-Ameisen irgendwie, die hier an der Seite von Kevin und seinem Bett irgendwie längs laufen. Wir wissen nicht genau, warum. Konntet ihr jetzt überhaupt sehen? Keine Ahnung, ob es fokussiert hat. Auf jeden Fall laufen da ganz winzige Mini-Ameisen. Sonst haben wir die ja mit nirgendwo im Zimmer. Da wollten wir an der Rezeption auch nochmal Bescheid geben, ne? Ich glaube, da kannst du nichts machen, aber die das Nest da haben. Ja, ich glaube nicht, dass die hier das Nest haben. Die haben wahrscheinlich hier irgendeinen toten Käfer oder irgendein Stück Frucht oder so, was sie abtransportieren wollen wahrscheinlich. Ja, hier ist noch so eine Ablage. Hier ist jetzt alles voll, weil wir ja gestern angekommen sind. Dann haben wir da halt so eine Ablage. Hier ist auch so ein richtig schöner Schrank. Da haben wir noch unsere Rucksäcke zum Auslüften drauf, weil die ja gestern so ein bisschen klamm geworden sind. Da könnten wir jetzt auspacken, das haben wir aber eigentlich gar nicht so vor. Und Schatz, jetzt müsste ich dich einmal kurz aus dem Bad schmeißen. Er steht da nämlich gerade und cremt sich ein. Drehen wir mal die Kamera. Hier kommt man jetzt so ins Bad rein. Das ist so eine dicke Tür, die knarzt so ein bisschen. Da oben ist offen, aber mit Moskitonetz. Daher kommt nichts durch, außer hier durch diesen Spalt vielleicht. Aber hier ist bisher nichts drin gewesen. Toilette. Auch total schön hier immer so mit diesen Figuren. Ich finde die ja mega schön. Ich frage mich, ob das nicht auch was sonst für bei uns zu Hause wäre. Dann haben wir hier Waschbecken, da habe ich so unsere Kosmetiksachen drauf. Hier ist so ein kleines Ding, da sind so Wattepads und Q-Tips drin. Spiegel und eine wundervolle Dusche. Und oh, ich liebe das mit diesem Holzboden und ich liebe das Ding. Ich wünschte, wir könnten bei uns in die Dusche auch so ein Holzteil, so ein Holzschemel reinstellen. Ich finde, das sieht so schön aus. Aber dann wäre die Dusche immer schon so voll und ja, richtig cool auf jeden Fall. Zimmer ist echt einfach mega. Wir werden uns jetzt eincremen, anziehen, dann schnappen wir uns die Bikes und dann werden wir einmal die Insel umrunden. Das soll so 1,5-2 Stunden dauern, dann ist man einmal rund um die Insel durch. 1,5 glaube ich sogar eher. Aber wir wollen ja gechillt fahren und vielleicht auch mal irgendwo anhalten. Mal gucken, wir lassen uns heute einfach durch den Tag treiben. Für morgen, wie gesagt, werden wir eigentlich so eine Schnorcheltour ins Auge fassen. Und beim Hafen können wir dann wirklich mal gucken, ob da die Schildkröten am Strand sind. Und wir nehmen euch natürlich auch ein bisschen mit. Perfektes Timing. Wir sind jetzt gerade fertig. Ich habe heute wieder ein Bikini an, in dem werden wir jetzt Fahrrad fahren. Kevin hat Schwimmhose an und noch einen Top oben drüber, um die Schultern so ein bisschen zu bedecken. Oh, und dieser Bikini ist einfach so schön. Der ist von Kate Spade. Den habe ich schon seit Jahren. Ich finde immer nur, dass diese Schnürbikinis mit diesen kleinen Schleifchen an den Hosen, die man so bindet, dass die mal ein bisschen irgendwie so rutschen und nicht so fest sitzen. Deshalb finde ich den roten Bikini, den ich mir neu von Eusho gekauft habe, der ist mega. Housekeeping ist jetzt da, die kann man sich dann um das Zimmer, nochmal um die kleine Ameisenstraße vielleicht. Wir haben denen gerade nochmal gesagt, dass da Ameisen sind und wenn sie die nicht wegkriegen, ist das auch nicht schlimm. Und dann erkunden wir jetzt mal die schöne Insel. Wir sind hier jetzt mit unseren schicken Fahrrädern unterwegs und waren davon eben auf dem Markt. Und ich habe mir ein kleines Fußkettchen gekauft, total süß, aus so beige und dann hier mit diesen ganzen kleinen Muscheln, ganz niedlich gemacht. Und jetzt geht das weiter hier.
Wir sind jetzt gerade auf der oberen Seite der Insel, also Norden, angekommen. Und nee, gar nicht, warte. Das müsste eigentlich schon Osten sein, denke ich. Und wir können jetzt hier schon die nächste Gili-Insel direkt sehen. Das ist Gili Meno und dahinter liegt noch Gili Air. Und man kann halt sehen, wie perfekt, also wie nah die beieinander an der Stelle sind. Wir hatten auch gelesen, dass man mit einem Stand-Up-Boot rüber paddeln könnte, wobei man immer bedenken muss, dass hier auch Strömung natürlich ist. Das sieht man ja auch, oder auch halt natürlich auch der normale Wellengang. Und dann sind da überall kleine Boote, die kann man sich wahrscheinlich dann mieten, um rüberzufahren. Aber ist das nicht die absolute Paradieskulisse? Wir sind jetzt hier an der Zwischenseite in der Mitte so angekommen zwischen Gili Travangal und Gili Meno. Und hier ist irgendwie so richtig Party angesagt und hier sind richtig viele Leute. Also hier ist voll, da sind wir richtig froh, dass wir an der anderen Seite unser Hotel haben. So, ich war jetzt gerade noch mal in unserem Zimmer. Wir sind von unserer wundervollen Fahrradtour zurückgekommen, hatten jetzt zwischendurch noch einen Smoothie getrunken in einer Bar auf dem Weg. Und als wir hier zurückgekommen sind, haben wir einfach die Sachen ins Zimmer geschmissen. Mir fällt der Hut gleich runter. Ich habe hier für Kevin gerade ein paar Sachen mitgebracht. Wollten ins Meer baden gehen. Allerdings ist das Meer, also hier gibt es so eine leichte Ebbe und Flut, muss man sagen. Deshalb sind wir mehr ein bisschen wie im Watt gewandert. Und da waren überall Korallen, da war eine Muschel. Die war so breit wie Kevins Flip-Flop. Und ich sag mal ungefähr so zwei Drittel, drei Viertel davon tief, also ein riesen Teil mit einer mega dicken Schale, richtig krass. Ganz viele Seesterne, die sehen hier allerdings ein bisschen anders aus. Ganz viele kleine Fische, Krebse, noch andere Muscheln, Anemonen, Korallen und so. Richtig, richtig schön haben wir da gesehen. Und auf dem Rückweg sind wir jetzt da in den Pool rein. Oh, ich nehme den einfach ab, das ist ja nervig. So. Sind wir in den Pool rein und jetzt haben wir irgendwie Hunger bekommen. Wenn man so viel im Wasser ist und sich so viel bewegt, kriegt man ja auch irgendwie Hunger. Deshalb haben wir uns gerade Nachos und Bruschetta bestellt und werden zum Nachtisch noch, oh, wie hieß das jetzt, irgendwas anderes Leckeres verspeisen. Ich war jetzt noch kurz im Zimmer, habe ein paar Sachen geholt, unter anderem andere Schuhe. Kevin ist schon auf unserer Liege und ich könnte mir vorstellen, dass das Essen auch schon da ist. Essen ist fertig, Bruschetta und was für ein Ausblick dabei. Wir kamen gerade nach Hause und guck mal, wen wir hier haben, Mr. Gecko. Ja, komm gleich mit uns rein. Nee, ich glaube nicht, weil, meinst du, der fällt da durch? Der ist aber trotzdem kleiner als der größte, den wir auf Bali gesehen haben. Der auf Bali war noch ein bisschen größer und auch richtig dick, ne? Den wir da beim Auschecken gesehen haben. Aber wenn er da oben jetzt reinläuft. Hallo und tschüss. Und da haben wir noch so einen ganz kleinen. Den habe ich jetzt rangezoomt. Der ist dann echt so, würde ich sagen, so 4-5 cm lang. Das ist dann der Baby-Gecko. Wir haben jetzt gerade sehr lecker gefrühstückt und sind jetzt schon bereit. Ich bin wieder Lady in Red. Morning! für unsere private Schnorcheltour, die wir uns gebucht haben. Es geht für uns für 4 Stunden aufs Boot und wir fahren 3 Spots an. Und ich verrate mal noch nichts, aber ich glaube, es wird mega schön und ich bin gespannt. Ich habe extra so eine Hülle fürs Handy, dass man eventuell ein bisschen was unter Wasser filmen kann. Und ja, da werden wir mal gucken. Jetzt noch kurz fertig machen, einmal Zähnchen putzen. Eingecremt sind wir schon, deshalb glänzen wir so schön. Hast du deinen täglichen Yu-Gi-Oh!-Check schon gemacht? Nee, jetzt. Yes. Aber schon mitgemacht. Echt? Wow. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann habe ich es gemacht. Und die Hotelanlage ist hier einfach so schön. Beziehungsweise Hotel ist eigentlich, ist es ein Hotel? Doch, ich glaube, es heißt Hotel. Also auf jeden Fall super schön und kein Vergleich zu sonst zu diesen großen, klotzigen Hotels, in denen wir auch schon waren und vielleicht auch wieder sein werden. Aber so eine verlaufende Anlage hat ja irgendwie immer so ihren ganz eigenen Charme. Das Personal ist so freundlich und aufmerksam, wo die immer dran denken und sich dran erinnern. Eben beim Frühstück wussten sie auch noch, dass wir gestern Avocado-Toast hatten und das ohne Chili-Flakes bestellt haben, ob wir das wieder haben wollen. Also total lieb. Und das Frühstück ist echt super, super, super lecker. Ja, und da ist wieder unser Deluxe Cottage. Mal gucken, ob wir heute Abend auch wieder ein
Gecko hier haben, weil gestern, als wir nach Hause gekommen sind, hing hier ein richtig großer Gecko und ein kleiner. Aber so wie es aussieht, haben wir heute keinen Besuch. Und los geht's! Wir sind auf dem Boot und wir haben einen großen Glasboden. Echt cool, können wir die Küste nachher von unten sehen, wenn wir nicht so schnell fahren. Und es ist laut, wir hören uns später. Wie man sehen kann, man wird schon im Wasser. Ich habe ja vorher den Abdruck. Und da ist die Statue, also mega schön, gar nicht so tief, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin. Unsere Geiz für heute. Hallo. Hallo. Die machen das super und es hat richtig viel los. Wir konnten eine GoPro jetzt bei ihm mieten und er macht die ganze Zeit Fotos und Filme, richtig, richtig cool. Und da ist einfach so viel los. Obwohl wir so guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, richtig geil. Und jetzt fahren wir zum Turtle-Spot und sind sehr gespannt. Wir haben aber eben beim ersten, bei dem Korallenriff, haben wir schon eine gesehen. Mal gucken, wie viele wir jetzt sehen werden. Wir haben uns jetzt umgezogen und ich habe hier mein schönes Kleid von Pretty Lavish an. Wir sind ein paar Hotels oder ein paar Resorts oder wie auch immer man es nennen möchte, weitergegangen. Und hier spielen die eben jeden Abend zwei Filme, einen um 9. Und das ist irgendwie jetzt ein Film ohne Text, aber anscheinend Geräusch. Und Kevin hat sich gerade Pasta bestellt und ich werde mal... Hi Kevin, wo ist es denn jetzt? Das ist immer so schwer. Ach, da wo es so hier raucht. Da will ich jetzt hingehen, weil hier haben ganz viele Hotels haben abends immer so Buffet am Strand. Und genau, wir sitzen hier auch am Strand. Wieder richtig schön. Hinter mir ist direkt das Meer. Und dann gehen wir mal zum Buffet und gucken mal, was es da gibt. Ne? Und lassen uns hier nicht erschrecken. Wir kommen jetzt gerade vom Essen wieder, beziehungsweise Kevin ist noch am Strand. Er ist total fasziniert von Sternen und Sternbildern und hat sich jetzt so eine App runtergeladen. Da kann er das Handy irgendwie hoch am Himmel halten und sieht dann alle Sternbilder und Sterne. Und ich habe gerade irgendwie ein bisschen mit dem Magen. Ich glaube, das liegt entweder an zu viel Sonne heute, weil ich das wünsche mal, oder am Essen. Ich glaube aber eher so ein bisschen an der Sonne, zu viel Sonne. Ich habe auch so einen leichten Sonnenbrand. Man kann hier auch schon den kleinen Streifen sehen. Wollte aber ich kurz zeigen, es ist so süß, wenn man diese Deluxe Villa gebucht hat, dann machen die am Abend das Zimmer fertig. Also sie machen die Moskitonetze auf, machen hier die Rollos runter, die sind sonst offen. Und hier überall so ein bisschen Licht an. Auch hier im Badezimmer haben wir so, die Tür ist voll schwer, aber wenn sie ganz an der Wand ist, dann bleibt sie auch offen. Und da gibt es indirektes Licht, ganz süß, wenn man dann nach Hause kommt, das ist alles vorbereitet. Richtig niedlich. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett packen und dann wird es mir morgen, glaube ich, auch einfach wieder gut gehen. Aber wir hatten einen super schönen Abend, war wieder voll schön. Das Buffet war gut, muss ich sagen, aber ich glaube, es war eher so das Erlebnis auch an sich, so da am Strand zu sitzen und barfuß im Sand ans Buffet zu gehen. Einfach so dieses Gefühl, das war total schön irgendwie. Das Buffet, wie gesagt, war lecker, aber Kevin hatte sich eine Pasta Carbonara bestellt, also natürlich was ganz typisch Indonesisches hier. Aber die war mega lecker, also die können hier echt gut größtenteils kochen, muss man sagen. Und hier auf Geli gibt es aber auch nicht so dieses typische Tempeh oder so. Was es hier auch viel gibt, ist Nasi Goreng oder Currys zum Beispiel. Hatte ich die letzten Tage ganz viel, aber manchmal ist einem ja auch noch was anderes. Wobei beim Buffet war natürlich auch viel so gegrillter Fisch und Fleisch. Maiskolben gibt es ja auch überall quasi an jeder Straßenecke. Wenngleich wir hier quasi keine Straßenecken haben, aber gibt es ja immer regelmäßig. Genau. Ich sag mal, gute Nacht und bis morgen. So, das war unser letzter Tag auf den Gili-Inseln. Aber wir haben heute nichts gemacht, weil ich mir irgendwie den Magen verdorben habe. Irgendwie ging es mir den ganzen Tag voll schlecht mit Schüttelfrost und Durchfall. Und Kevin war noch vorne in die Stadt gefahren, um mir ein Medikament zu besorgen. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber hoffen jetzt einfach, dass es hilft. Und trinken. Wie heißt das jetzt?
Puras Pukira Sweet oder so. Das ist ein isotonisches Getränk und hilft halt die Elektrolyte wieder aufzubauen. Und jetzt wollen wir aber nochmal zum Sonnenuntergang an den Strand gehen und ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen, dann muss ich halt irgendwie einfach mal aufstehen, dann machen ganz langsam und kurz und ja. Hello. Wir haben uns jetzt bestimmt schon 3 Tage nicht gesprochen. Ich hatte es voll erwischt mit Magen-Darm. Ich muss hier irgendwas Falsches gegessen haben. Wir sind nicht ganz sicher, ob es vielleicht von dem offenen Buffet waren, wo wir, glaube ich, zuletzt waren, was wir gevloggt haben. War das das? Oder ob das vielleicht durch die Eiswürfel kommt, die in den Getränken an dem Tag gewesen sind, weil die Eiswürfel wahrscheinlich aus Trinkwasser hier, aus Leitungswasser herstellen. Und das sollte man hier eigentlich so trinken. Und ja, ich hatte Durchfall ganz doll jetzt 3-4 Tage lang und hatte dabei leider auch richtig dolle Darmkrämpfe, also richtig so, oh, als würde mir das so einer zudrücken, das war richtig unangenehm. Kevin hat es jetzt vorgestern so mittags dann langsam auch erwischt und der hat Gott sei Dank aber keine Krämpfe. Der fühlt sich dafür aber total schlapp und ich muss hier wirklich dieses Hotel, oh mein Gott, das sind für mich absolute Engel hier. Die haben uns so geholfen. Wir haben 3-mal eine Nacht noch verlängert. Gott sei Dank hatten sie die Kapazitäten frei, also einmal konnten wir auch noch unser Deluxe Cottage verlängern. Und die letzten 2 Nächte waren wir jetzt hier in einem der einfachsten Zimmer sozusagen. Es war auch trotzdem super schön. Kostet aber nur noch knapp so die Hälfte, so 60, 70 Euro die Nacht irgendwie, auch Frühstück inklusive. Auch mit Liebe zum Detail gearbeitet. Also dieses ganze Hotel, da steht irgendwo ein Tisch und dann sind da 3 Vasen drauf. Also hier ist hier so schön alles dekoriert und ist genau mein Stil irgendwie. Und ich muss sagen, es klingt jetzt vielleicht doof, aber so eine angenehme ästhetische Umgebung hilft mir, mich zu entspannen. Ich erinnere mich nämlich an eine Reise nach Marokko, wo ich mit einer Freundin war. Und da ging es am vorletzten Tag, also letzter Tag quasi, ging es ihr auf einmal richtig schlecht. Da hatte die auch Magen-Darm. Und zwar, ich glaube, oben und unten. Ich hatte es jetzt nicht oben, also nur unten. da ging es richtig, richtig schlecht. Und da hatten wir ein tolles Riad. Aber halt auch so ein ganz einfaches, und es war so ein bisschen dunkler irgendwie. Auch eher so ein kleineres Zimmer. Also eigentlich völlig ausreichend, total super. Aber wenn ich mir vorstelle, da muss ich irgendwie nämlich die ganze Zeit so als Vergleich dran denken, in diesem Zimmer zu liegen und mich zu quälen. Oder halt hier. Wir haben ja jetzt auch gestern den ganzen Tag am Pool gelegen, vorgestern so ein bisschen, vorgestern ging gar nichts, da war ich echt so total out of order, da hatte ich überhaupt keine Kraft, da war ich einfach nur im Bett am Schlafen, zwischendurch einmal raus, aber bitte Toilette irgendwie in der Nähe oder so. Und ja, da muss ich sagen, mir hilft es total, mich zu entspannen, wenn ich mich irgendwo wohlfühle. Also es geht doch wahrscheinlich jedem so, oder? Und ja, das ist hier einerseits von der Anlage, aber auch vom Hotelpersonal. Also unser deutscher Guide, mit dem wir hier die erste Tour gemacht haben zu den Reisterrassen und so, der hat uns erstmal, dem haben wir geschrieben, der hat uns erstmal gesagt, was wir so an Medikamenten nehmen könnten. Unter anderem Diapet, das ist sowas Homöopathisches. Das ist hier auf Gili gerade nicht zu bekommen gewesen. Wir waren in, beziehungsweise Kevin warf mich an dem Tag, als es ihm noch gut ging, in verschiedenen Supermärkten und auch in der Apotheke, weil es gibt es auch in den Minimarkts hier und nicht nur in der Apotheke, aber es gab es halt hier nicht. Und dazu muss man halt wissen, Gili ist halt eine kleine Insel, also auch wenn wir auf der größten der Gili-Insel sind, es ist eine Mini-Insel. Innerhalb von einer halben Stunde ist man mit dem Fahrrad hier halt einmal komplett rumrum. Ist mega cool. Das bedeutet natürlich auch, dass die nicht unbedingt alles hier massenhaft irgendwie vorrätig haben und wenn ausverkauft ist, ausverkauft. So. Also. Und dann hatten wir stattdessen so ein anderes Medikament von einer Apotheke bekommen.
Das muss ich sagen, hat bei mir gar nicht gewirkt. Und was der Guide auch gesagt hat, ist, dass ich Pocari Sweet trinken kann. Das ist so ein isotonisches Getränk. Und isotonisch ist natürlich erstmal grundsätzlich gut. Aber es war für mich zu dem Zeitpunkt einfach nur viel zu schwer für den Magen. Das hat mir das leider nicht geholfen. Im Gegenteil, die eine Nacht war die vorletzte Nacht, bevor ich krank war. Das lag aber auch zusätzlich noch daran, dass ich dann an den Tag mich so ein bisschen besser gefühlt hatte und gedacht habe, ich kann ja mal mehr als nur Reis essen und trockenes Brot. Das war das Einzige, was ich dann gegessen hatte. Und ein bisschen Wassermelone. Und hatte dann auch mal so ein Cheddar gegessen. Und Tomate solltet ihr auf jeden Fall nicht essen, wenn ihr was mit dem Magen habt. Diese Säure, das mag der Magen überhaupt nicht. Ich hatte die vorletzte Nacht. Oh Gott, ich weiß nicht, gefühlt die schlimmste Nacht in meinem Leben. Solche Krämpfe, immer wieder. Oh Gott, total furchtbar. Also, möchte ich nie wieder erleben. Und auch das Pocari Sweet, genau, sollten wir dann jetzt eigentlich wieder aufhören, sagte der von der Rezeption. Das ist später wieder gut, wenn es einem besser geht, aber solange es einem so schlecht geht, ist es einfach nicht gut, weil das auch zu schwer für den Magen ist. Auch die Wassermelone, die wir gegessen haben oder ich dann noch gegessen hatte, weil ich dachte, ja, viel Flüssigkeit irgendwie zu mir nehmen, da ist Wassermelone noch eine Unterstützung. Nee, auch nicht so gut, weil Wassermelone grundsätzlich bei einem Magen, der in Ordnung ist, gut. Wassermelone bei einem Darm, der jetzt gerade total angeschlagen ist, nicht so eine gute Idee. Also das habe ich vorletzte Nacht extrem die Retourkutsche bekommen. Also alter Falter, da hat mein Magen so oder mein Darm sich wahrscheinlich auch nur gedacht, ganz ehrlich, erst buchst du mir so einen Scheiß ein und jetzt belastest du mich noch mit dem ganzen Zeug, mach deinen Scheiß allein. Keine Ahnung. Oh, und die letzte Nacht, die war jetzt endlich mal gut. Ich war nur dreimal auf, hatte nur dreimal leichte Magenschmerzen oder Darmschmerzen, muss ich sagen, Magen ist es nicht, es ist der Darm. Dreimal leichte Schmerzen. Und den Rest habe ich wirklich auch mal Schlaf gefunden. Ich bin momentan die ganze Zeit kurz davor, irgendwie mal zu heulen, auch gestern an der Rezeption morgens. Als ich diese schlimme Nacht in mir hatte und als es Kevin gestern Morgen auch überhaupt nicht gut ging, der kam auch nicht aus dem Bett. Dem habe ich dann noch Frühstück ans, dann hätte ich uns noch Frühstück aufs Zimmer bestellt. Das machen die ja auch, dass sie uns das aufs Zimmer bringen. Da stand ich an einer Rezeption und fragte nochmal nach Hilfe und die sind wirklich so hilfsbereit und haben uns gestern nochmal ein anderes Medikament auch aus dem Hafen besorgt. Also die haben das alles für uns teilweise organisiert und geholt und der eine hat das aus Lombok extra noch einschiffen lassen am Vortag, dieses Diapet. Diapet müsst ihr euch merken, wenn ihr was mit dem Magen habt. Diapet, das ist wohl was Homöopathisches und das hat uns richtig gut geholfen. Leider ist es jetzt alle, weil Kevin das jetzt ja auch brauchte. Und jetzt haben wir Endrostop. Da wissen wir noch nicht ganz, was dahinter steckt, aber das werden wir dann heute nehmen. Und ja, jedenfalls bin ich dann gestern Morgen irgendwie total in Tränen auf einmal ausgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich glaube, es gab auch keinen genauen Grund. Ich glaube, ich war einfach so überfordert und total K.O. Und dann auf der anderen Seite so dankbar. Genau, er sagte nämlich, er hat hier noch Uralüt. Das ist so ein, irgendwie so aus Zucker und Salz. So. Also das sollen wir nehmen anstelle von diesem isotonischen Pocari Sweet momentan, wo der Magen so angeschlagen ist. Und ja. Das mal so als Update gerade, was bei uns los gewesen ist. Und heute setzt es mit dem Boot nach Bali gehen, sollte es vor 3 oder 4 Tagen schon. Aber wir mussten es immer wieder schieben und oh mein Gott, ich hoffe einfach, dass heute alles gut geht. Meine größte Angst ist irgendwie, dass ich auf einmal Magenschmerzen bekomme, wenn sie in einer langen Schlange vor dem Boot stehen und ich nicht weiß wohin. Oder ja, die Bootsfahrt, die dauert insgesamt 3 Stunden, bis zu hoher Wellengang ist und mir dann schlecht wird oder so. Also, das ist heute irgendwie einfach nur so Augen zu und durch. Ich bin froh, wenn wir wieder auf Bali sind und auf dem Festland. Also, nicht, dass es hier nicht traumhaft schön gewesen wäre. Und gestern, wie gesagt, haben wir den ganzen Tag einfach im Pool gelegen und entspannt. Aber. Ja, die letzten 3 Tage können wir kaum genießen. Ich wollte unbedingt nochmal schnorcheln gehen am Strand und Schildkröten gucken, aber war leider nicht drin. Aber naja, es muss da halt dann jetzt irgendwie einfach auch sein, ne? Und dann werden wir uns jetzt mal langsam fertig machen, ein bisschen in die Gänge kommen und dann gucken wir mal.
wie es nachher so aussieht. Wir sehen uns in Canggu.